So, Freunde, herzlich willkommen im Kitchen Club. Schön, dass ihr dabei seid. Und wenn ich das Ganze hier so vor mir sehe, dann weiß ich, heute gibt es wieder Soul Food. Und ihr seid mit dabei. Und wer noch dabei ist, eine langjährige Freundin, die mir heute ein bisschen was zeigen wird tatsächlich. Und ja, ich möchte sie jetzt begrüßen und freue mich, dass sie da ist. Nana, kommt zu uns. Hallo. Hallo. Ja, zum ersten Mal bei mir in der Küche. Ich kann mich heute ein bisschen zurücklehnen, denn du hast was mitgebracht. Tatsächlich habe ich das gemacht. Wir machen heute Fried Plantain und die sogenannte Red Red. Das ist eine Tomaten-Bohnen-Stew. Das kommt aus Ghana, wo wir beide herkommen. Ist aber auch in der Karibik viel zu erleben oder zu sehen. Und das ist ein ganz einfaches Gericht. Das geht vegan oder auch mit Fisch. Und das bringen wir euch heute bei euch dir. Sehr gerne. Ja. Was müssen wir zuerst machen? Also als erstes müssen wir die Key Ingredients für die Stew alle zusammentragen und braten in einer Pfanne. Also hier von links nach rechts würde ich mal sagen, hast du jetzt erstmal die Zwiebeln. Die benutzt du einmal für die Stew-Basis, aber auch zum Andünsten dann von der Stew. Dann natürlich die Tomaten. Dann haben wir die Scotch Bonnets. In Ghana nennt man die Moko. Die sind schön scharf, ja. Und dann haben wir die Black Eyed Peas. Hier seht ihr die im richtigen, also im Originalzustand. Die brauchen eine Weile. Ach nee, du hast sie ja schon gekocht. Ja. Das hier ist einmal Palmöl und das hier ist Shittor. Ich würde sagen, das kann man so als unser Nationaldip bezeichnen. Der geht wirklich auf alles drauf. Das ist so eine sehr scharfe Paste. Meine Mutter macht ja schon seit vielen, vielen Jahren Shitto und vertreibt es ja auch europaweit. Ja. Von daher bin ich natürlich als Kind schon so ein bisschen damit groß geworden. Aber ich bin mal gespannt, wie dein schmeckt. Dann haben wir hier Knoblauch und Ingwer. Wenn du das frisch machst, das ist jetzt auch nochmal vorbereitet, ne, würdest du das dann vorher kleinschneiden und pürieren mit den Tomaten. Aber für die Leute, die das zu Hause mal machen wollen und so schnell geht, das kriegst du im Asia-Shop halt schon alles zusammen verwendet. Na, lass uns direkt loslegen. Lass uns an die Arbeit gehen. Was machen wir zuerst? Wahrscheinlich die Zwiebeln schälen. Genau, also die Zwiebeln schälen und in Scheiben schneiden. Streifen und einmal Würfel, oder? Ja, das andere ist egal, weil es geht eh in Blender. Okay. Dann fange ich schon mal an, die Tomaten hier zu schneiden. Ja, ich gebe dir da ein Sägemesser. Okay. Dafür machen, das sind die für Stew gleich, oder dass wir gleich mixen, genau, zumindest gleich. Ne? Genau, pass auf. So, lassen wir das Kerngehäuse so ein bisschen drin, beziehungsweise hier den Blütenansatz. Ne? Genau. Locker. Moment. Ich hab das Ganze reingemacht, ne? Wollte ich gerade sagen, bevor wir die reingeben, also ich habe Respekt davor, vor den Dingern hier. Ne? Wie viele kommen da rein und nimmst du beide, gelb und rot? Also das mit den wie vielen, ich sag immer, du musst nach dem Spirit gehen, der dich dreht. Ich esse gerne scharf, ja. Deswegen würde ich auch zwei reinmachen. Aber wie du schon riechst, würdest du so ein Stück so probieren? Ja. Das will ich sehen. Du kannst schon die Schärfe riechen, oder? Also du kannst das schon spüren, oder? Ja. Merkst du? Ja. Probier mal ein Stück. Danach brauche ich ein Glas Milch, glaube ich. Ich guck mal, wie scharf sie ist. Ohne Kern. Noch ein bisschen kleiner. Okay. Boah, die sieht. Boah! Alter! Okay, mach die Hälfte rein. Das Ding ist so scharf, das ist. Boah! Ich mach die Kerne raus. Ah, Erik! Das Stück ist jetzt für dich hier. Ja? Ja, nur das kleine Stück. Nur das hier. Ohne Kerne. Ja, ohne Kerne. Boah. Er übertreibt komplett. Ja, jetzt hör auf. Das Ding ist schon scharf. Aber es ist halt eine geile Schärfe. Genau. Eine geile Schärfe, muss man sagen. Das ist halt, die Scotch Bonnet hat halt auch ein eigenes Aroma, was in die Stew dann so überträgt. Und das schmeckt halt wirklich gut. Das ist anders als einfach nur Schärfe auf der Zunge, sondern das hat wirklich nochmal ein eigenes Aroma. So, dann kommen die Zwiebeln noch da rein. Ja, komm. Zwiebeln rein. Was noch? What else? Also Garlic and Ginger. Also, Tomate, Scotch Bonnet, wie viel hast du jetzt reingegeben? Wie viel hast du jetzt reingegeben? Eine Scotch Bonnet, wir haben vier mittelgroße Tomaten. Würdest du, also das war's aber dann jetzt auch, also nicht mehr, ne? Nee. Weil du hast gerade so getan, also willst du noch mehr reingeben. Ach so, ja. Lassen wir jetzt rein. So, jetzt. Das ist. Ginger, Knoblauch. Entschuldigung. Ginger, Knoblauch. Ja, nice. So. So, und wir würden jetzt noch mit reinmachen. Ich weiß, du magst die Brühe lieber reinmachen, wenn es schon köchelt. Nee, du machst es so, wie du es immer machst. Alrighty. Ich bin heute dein Assistent und schau dir aufmerksam zu. Ja, dann machen wir mal Assistenten, dann machst du das. Das heißt, wir mixen jetzt. Ja. Stecker ist neben dir. Schön.
Kannst du mir mal ein Glas Wasser besorgen? Auf Ghana. Und Red Red. Mhm. Und Plantain. Wir reden von Kochbananen, darüber sprechen wir gleich. Aber lass uns erstmal das Stew ansetzen. Ich helfe dir, den Herd anzumachen. Mhm. Der ist nämlich so ein bisschen ein Raumschiff. So, dann kommt jetzt das Palmöl rein. Mhm. Da auch nicht zu sparsam sein mit dem Palmöl, weil das ist auch noch ein Geschmacksträger. Mhm. Und jetzt lässt du das so anschwitzen. Anders jetzt wie beim Jollof muss es jetzt nicht so anrösten. Mhm. Also, da brauchst du jetzt nicht diese Röststoffe. Aber es sollte schon, ich glaube, karamellisieren ist der richtige Begriff. Ja, ja, die Zwiebeln haben sehr viel Zucker. Mhm. Und in Verbindung mit dem Anrösten kommt der Zucker eben raus und das gibt diese Karamellnoten bei Zwiebeln. Ja, ja, das lässt jetzt so ein bisschen dünsten. Na, wie geht's weiter? Okay, jetzt kommt diese passierte Masse hier rein. Wir haben jetzt nicht so viel Öl, das Öl steht jetzt. Passiert haben wir sie jetzt nicht, wir haben sie nur püriert. Ach, püriert, okay, sorry. Ja, passiert, wenn es jetzt nochmal durch ein Sieb gehen würde sozusagen. Aber das brauchen wir nicht, oder? Nee, brauchen wir nicht. Das Fleisch soll schon mit, nicht mit der Saft. Wir haben jetzt, das Öl steht nicht so hoch, deswegen machen wir nicht das Ganze rein, sonst würde es zu wässrig sein. Okay. Weil es soll quasi braten. Dann machen wir ein bisschen rein, das reicht schon. Ich rühre es ein bisschen ein wahrscheinlich, ne? Und hier siehst du schon, wie das Rot röter wird und das Orange-orangener wird. Mhm. Und das, was wichtig bei dieser Basis-Stew ist, dass man die wirklich einkochen lässt, weil sonst hat es eher so einen Tomatensoßen-Flavor, scharfe Tomatensoße. Mhm. Aber das Einkochen setzt diese Aromen nochmal frei und gibt dem auch wirklich diesen Stew-Geschmack. Mhm. Was vielleicht auch gut zu wissen ist, wann weißt du, wann deine Stew so ready ist, damit die Bohnen da reinkommen. Und da ist ein guter Anhaltspunkt, das so da durchzustreichen. Weil wenn du da durchstreichst und das Wasser sich sehr schnell hier in die Mitte setzt, dann ist das halt noch nicht eingekocht. Dann musst du es noch reduzieren. Genau, reduzieren. Mhm. Ja, genau. Dann musst du es nämlich noch reduzieren. Dann kannst du es so ein bisschen festmachen und die Farbe sollte ein bisschen dunkler sein als zuvor. Also vorher war es so sehr rot, sehr tomatig und es sollte so ein bisschen tiefes Orange bekommen. Mhm. Perfekt. Sollen wir in der Zeit uns um die Plantains kümmern? Genau, sehr gut. Plantain, Kochbananen, Plantain, wie auch immer man dazu sagt. Ja. Und wie bereitest du die zu? Wir entfernen die Schale und dann schneiden wir die diagonal in so schöne Scheiben, oder? Ja. Also es sind halt, ne, es sind nicht reguläre Bananen, wie schon gesagt, sind Kochbananen. Schälst du dann die Haut ab. Ich hätte es jetzt so geschnitten. So ein bisschen zu dünn. Dicker? So? Ja, so ist gut. Die gehen ja auch noch ganz schön ein gleich, ne? Deshalb, ne? Genau. Jetzt geben wir das Öl großzügig. Weil dann können wir schon mal ein bisschen loslegen, ne? Genau. Mhm. Also viel. Kannst du das Ganze rein. Mhm. Ich würde dann schon mal mit den Bananen ins Öl gehen, ne? Ja, also die Bohnen können hier auch schon rein. Wie bitte? Die Bohnen können jetzt auch schon hier rein. Ja. Ready. Ja, super. Das heißt, du machst die Bohnen jetzt ins Stew, ja? Mhm. Okay, ich guck dir zu. Okay. Und würde mit den Bananen schon mal rübergehen. Ja. Also ihr seht jetzt hier, die Konsistenz ist jetzt perfekt, wenn ich jetzt daran ziehe. Ist jetzt kein Wasser, das hier in die Mitte geht, sondern das Öl bringt in die Mitte. Mhm. Und das hat sich richtig schön reduziert. Das sieht richtig lecker aus schon. Ich freue mich auch schon zu essen. Und jetzt kommen nämlich die Bohnen hinzu. Wie viel gibst du rein? Hm. Ich würde jetzt wieder sagen, was die Ahnen sagen. Was sagen denn die Ahnen? What the ancestors say. The spirit. Ich weiß gar nicht, wie viel Gramm das ist, um ehrlich zu sein. Ja. Ich mache das so nach Auge. Ja. Okay. Alle Augen zählen. Ja. So, dann würde ich nämlich jetzt, du machst die Bohnen rein und ich fange an, die Kochbananen anzubraten oder anzufrittieren. Ja. Ihr seht auch, hier ist noch so ein bisschen Saft mit. Das kann auch so ein bisschen mit rein. Mhm. Oh ja, nicht alles, aber so ein bisschen, weil dieser Saft schon. Ich liebe Bohnen, ne? Halt auch voll gut. Guck mal, ich habe das Gefühl, die ist jetzt schon so fast, die ist schon fast in die Richtung, wie wir es haben wollen. Noch ein Ticken mehr, noch ein bisschen gleichmäßiger noch, ne? So, genau so müssen sie aussehen. Ja. Schöne goldgelbe Farbe. Man drückt so ein bisschen drauf, dann sollten sie schon weich sein. Ich gebe sie jetzt auf einen Küchenkrepp, damit eben das Fett weggeht und wir sie dann gleich essen können. Was sagst du? Ist es fertig? Ja, es ist fertig. Dann lass uns anrichten. Perfekt. Okay, dann richten wir an. Ich mache das gerne. Ich mache immer gerne erst das Red Red rein und dann lege ich die Plantain drauf. Mhm. Andere machen auch das so einzeln auf Plantain drauf, so einen kleinen. Genau. Snack, aber das jetzt so machen. Dann fühle ich wie zu Hause bei dir und ich habe gesehen, dass du mir noch was zu trinken mitgebracht hast. Mhm. Ich hätte ja sonst gesagt, ich hätte einen von meinen Weinen aufgemacht, aber ja,
Du hast auch noch ein authentisches Getränk hier mitgebracht. Ja. Ich habe die also Supermarkt haben wir ja schon getrunken, unser cremiges Malz. Ja, normalerweise machen wir ja keine Werbung für sowas, aber das trinkt man halt, ne? Genau. Erzähl mal. Ja, das hier ist, ich nenne das Ghana Fanta oder man sagt auch African Fanta. Die hat einfach nochmal eine andere Zusammensetzung als hier in Deutschland. Wenn ihr euch die Farbe anschaut, sieht ein bisschen radioaktiv aus von der Farbe. Die schmeckt aber wirklich richtig gut, so eisgekühlt, die ist mega süß. Also so. Ich würde die schon mal öffnen. Ja, mach mal. Hier komm, ich mache auch eins. Okay. Pass auf, du machst die Bananen, ich kümmere mich um unsere Getränke. Ich habe hier einen schönen Rosé von der Villa Wolf aus der Pfalz. Bei uns im Shop erhältlich, Mr. Pink genannt. Passt ja auch ganz gut, ne? Ja, dann lass uns doch erstmal anstoßen auf dein tolles Gericht. Danke. Auf den Klassiker. Tschüss. So, ich habe einen Löffel für dich. Dankeschön. Boah, und ich freue mich. Ich freue mich zu probieren. Geh erstmal ans Stew. Mhm. Was ist mit dir? Ich will sehen, was passiert. Was soll passieren? Die Bananen dazu. Mhm. Mm. Schüttel drauf, ne? Mhm. Mhm. Ja, das ist auch ordentlich. Mhm. I like it. Möchtest du auch? Ja. Hot Pepper Sauce. Ja, die Plantain sind richtig nice, karamellig. Das Tolle ist, bei Gerichten finde ich, wenn die einen so entführen in eine Zeit oder in ein Land und man sofort, wie bei einem Song, Bilder hat, Gerüche, Emotionen. Genau das habe ich bei dem Gericht. Das ist wirklich toll. Man merkt, dass du das sehr authentisch gemacht hast. Richtig schön. Auch in seiner Fettigkeit als Gericht. Es ist ja schon sehr heavy, sage ich jetzt mal. Nicht zu vergleichen mit europäischer Küche. Aber wunderbar. Und ich muss dir tatsächlich eine 10 von 10 geben, weil es geschmacklich toll ist und genau das transportiert, was, was das Gericht auch transportieren soll. Ja. Ich kann das natürlich jetzt überhaupt nicht beurteilen, wie es in Ghana gemacht wird, aber das möchte ich auch gar nicht. Ich möchte es einfach auf mich wirken lassen. In seiner Gänze liege ich jetzt gerade am Strand oder laufe gleich zum Strand nach Labadi Beach oder zu ganz anderen, schöneren Stränden, die Nana auf jeden Fall kennt. Mhm. Vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Gerne, danke für die Einladung. Rezept in der Beschreibung. Ihr wisst, was zu tun gilt. Abonnieren und einfach weiterschauen und mitmachen für euch. Selber kochen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das ist eine Wohltat, das ist Medizin. Passt auf euch auf. Euer Nelson. Und eure Nana.